Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Schansen und wir spielen weiter Red Matter. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt immer noch im Büro von dem guten Dr. Lyschenko oder wie er heißt. Und diese Hackfresse hier. Und ja, wir haben das Rätsel gelöst mit dem Kram dort und deswegen lassen wir uns jetzt mal hier reingehen. Code können wir noch nicht benutzen, weil wir ja noch nicht seine Sicherheitskarte haben. Wir hoffen, wir finden sie jetzt hier drin. Schauen wir mal nach. Jetzt machen wir hier auf und locken uns ein. X drücken, um zu hacken. Hacken wir nochmal das ganze Ding. So. Erwischt. Auch da erwischt. Sascha? Sascha, do you read me? Peter. Tell him. Sascha, please send me the data. Okay. Würde sich gerade, als er überfallen wurde, aber nein, wir machen mal. Daten werden übertragen. Excellent job, Beta. Now get her out of here. Sascha! I'm sorry, they left me no choice. Sascha! Sascha! Oh oh. This is Alexei Petrov, Cosmo Borough Officer in Command of this operation. I must commend you for your dedication, Comrade Reese. You single-handedly managed to retrieve every last bit of information about the red matter we thought was lost. However, I'm afraid your adventure ends here. As I'm sure you have already realized, your infection is hopeless. Oh. You see, Agent Beta here was aware of your condition since the very beginning. The infection you suffered during the incident on Strelka N3 was your demise. Das ist ja super. Not even the neural transfer could save you. I understand. Surely you feel betrayed, but consider yourself a hero. We would never have gotten our hands on that data. Na super. Without your help. Rest assured, Volgravia is deeply grateful for your sacrifice. Slava, comrade. Verarscht mich gerade? Safe öffnen. Okay, da ist ein Safe. Kann ich mich auch einloggen? Der Safe ist verschlossen. Drücke X und versuchen ihn zu entriegeln. Versuche Systemzugriff. Okay, den Code weiß ich gar nicht. Okay, den Code müssen wir rausfinden. Los, wie? Hier komme ich auch nicht mehr raus. Kann ich damit nicht rausgehen? Verdammt, also der Code muss hier drin sein. Irgendwo. Kann ich das aufmachen? Nee. Das ist ja bekackt. Was finden? So schließt er den. So macht er wieder auf. Okay. Gut, da können wir nichts machen. Okay, also wir müssen jetzt einen Code hier rausfinden. Ich weiß tatsächlich, habe ich gar keine Ahnung, was das sein kann. Nicht in die Tür zu entriegeln. Cosmobüro. Server Terminal. Ach, so ein Scheiß. Wie kann denn da der Code sein? Ist ja die Frage. Gibt es auch nichts extra, ne? Dass man irgendwas gucken kann. Ist da oben irgendwas drauf? Nee. Ey, nein, ey. Jetzt weiß ich nicht, wie wir hier weiterkommen. Das ist ja richtig bescheuert. Kann ich auch nicht einfach raten. Ich kann nicht das hier aufmachen, ne? Nee. Leiten steht ja auch nichts drauf oder so.
Ich komme nicht mal mehr raus. Alter. Was kann denn, wie kann denn da der Code sein? Warte, wir versuchen nochmal. Vielleicht hören wir ja was klicken oder so. Testen wir mal. Wie vibriert das Ding ja? Versuchen wir mal. Ja, okay, vibriert mehr. Okay, 3 nehmen wir mal. Acht. Sechs. Die letzte Zahl. Okay. Da, die Keycard. Gehen wir hier mal. Bin sicher, da mit. Wieder gespeichert, okay. Alter, treffe ich den ja nicht. So, jetzt aber. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist nur sein Schlafzimmer, da sollen wir garantiert nicht hin. Das war das Badezimmer, okay, hier sind wir auch nicht links. Wir müssen wahrscheinlich hier raus. Der ist natürlich dumm. Wir sind ja auch leider. Okay, die kommen auf einmal wieder da raus. Ich muss irgendwie die Entriegelungstür finden, glaube ich. Okay. Mal kurz hier warten ein bisschen. Bis unsere Energie wieder okay ist. Da ist jetzt ein Sicherheitsterminal da hinten. Ich gerade, wir müssen uns direkt angreifen. Das heißt, wir müssen irgendwie anders da. Hinten müssen wir durch die Tür. Okay, mal gucken, wie wir hinkommen. Schnell, 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 wir müssen kommen. Sorry, blöden Affen. Ich kann hier ausstellen hier. Man weiß es nicht. Mal hacken.
muss hier hin. System im Zugriff. Turmschild aus. So, das Ding können wir da hinten auf jeden Fall jetzt abschießen. Aber mehr gibt es uns hier. Gibt es das jetzt hier gar nicht für uns? Leite die Aufnahmen der Überwachungskammer von den Räumen zu meinem Quartier um. Okay, wir müssen jetzt trotzdem rüber. Kommen wir nicht drum rum. Verloren. Oh, ich habe ihn auch nicht getroffen. Warten? Nein, wir sind tot. Nee, noch nicht. Wir warten kurz, bis wir wieder volle Energie haben. Mist. Weiß nicht, ob der es schafft, den abzuschießen, bevor. Okay. Wir sind nachladen. Kann man hier die Tür zu machen? Irgendwo noch hier ein Schalter bestimmt. Da gibt es keinen Schalter, okay. Müssen wir da hinten rein. Kommt noch keine Gegner. Die Tür kann ich auch nicht zumachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber jetzt können wir die, glaube ich, ausstellen hier, ne? Ja, raus. Benutzt du sicher kurz von Doktor, haben wir schon. So, die sind aus. Und das ist irgendwas anderes, das schalten wir mal an. Es gibt Strom an. Also ein paar Gegner werden noch da sein. Die sind ja noch rausgeflogen. Oh. Ich höre noch welche. Gott sei Dank, wir haben es auch ausgestellt alle jetzt, ne? Okay. So, raus hier. Huch. Raus hier. So. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, wo wir längs müssen. Es geht da gerade aus, oder? Wo geht's hier hin? Ach, das war nur da, wo wir. Okay, geht gar nicht. Ich kann nur geradeaus. Lieber halt hier längs. Hä? Jetzt hakt es aber wie Sau gerade. Wow! Das war ja gerade. Das war mal ein Haken hier. Na, will er mir was sagen, der Roboter? Schon gedacht. Okay. Nun, Eindringling, ich fürchte, das war's. Hier trennen sich unsere Wege. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Von nun an musst du für dich selbst sorgen. Auf Nimmerwiedersehen, mein liebster Freund. Möge der Rest deiner Tage so angenehm sein, wie du es bist. Da geht es dann voll irgendwo hin. Den testen wir mal, den Scanner. So. Wow, das ist echt. Zwischendurch ist es echt hakelig gerade jetzt hier zum Ende hin. Wie schade. Wie wird gespeichert? Ih, was ist das denn?
das denn? Stars? Kann ich mich auch machen. Was passiert da? Okay, sind das meine Halluzinationen, die ich habe? Gehen wir mal in die Richtung, wo er gesagt hat. Wow, das sieht auch schon wieder abgefahren aus hier. Hier längs. Da ist ein Labor. Da ist keine Scheibe vor, kann ich mal rein. Okay. Spiel wird gespeichert. Du wirst es nicht glauben, sie haben eine neue Versuchsperson mitgebracht. Es ist Irina Serova. Es heißt, sie haben sich auf Zeugerwelle mit der Materie infiziert, aber ich habe eine Infektionsstelle an ihren Hals entdeckt. Ich weiß, dass Dr. Lenko und Irina sich nicht verstanden haben. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay. Oh. Was willst du damit andeuten, Ivan? Glaubst du wirklich, dass Lysenko und irgendeiner von Cosmo absichtlich einen von ihnen infizieren würden? Du bist wahrscheinlich längst überfällig für einen Loyalitätstest, ne? Unser Genosse Martin Polekow hat wie besprochen geliefert. Hier sind die Berichte über Irina Serovs Funde auf der Toska-Station. Also mach deine Arbeit und treibe deine Forschung um jeden Preis voran. Denk daran, die Zukunft von Volgrei hängt davon dir ab. Was denn hier? Ach, ich drücke mal falschen Knopf. Schematische Darstellung der chirurgischen Infektion. Okay. Hm. Was hier? Röntgenbilder der genetischen Mutation, die einer der Probanden erlitten hat, nachdem die rote Materie direkt ins Knochenmark infiziert wurde. Bilder, die während einer... Okay. Abschlussbericht über die verschiedenen Diagnoseuntersuchungen. Vergleichende Bilder, okay. Chirurgische Infektionsapparat für die Durchführung experimenteller Verfahren. Geh mich mal durch. Da ist ein Steuerrad, das nehmen wir gleich mal direkt mit. Können wir mal gebrauchen. Hier geht die Uhr auch rückwärts. Schematische Darstellung der Montage des biometrischen Identifikationsscanners. Okay, das Ding ist also nicht ganz heile. Machen wir es mal machen. Ja. Jetzt sind wir schon mal dran. Wir alle Teile noch finden. Wir haben alle Teile des Zugangsmaterials gefunden, die Ivan sabotiert hat. Bis auf eines. Es wird Tage dauern, einen Ersatzteil zu finden. Wo in der Welt hat er es versteckt? Ich fürchte, Ivan hat völlig den Verstand verloren. Er hat mich Andrei Silenko beschuldigt, ihre Infektion herbeigeführt zu haben. Irana wurde auf Streikkarte N3 durch ihre Nachlässigkeit infiziert. Es reicht, den Bericht von Nikolai Nörner zu lesen. Und ich kann daraus nur eins ableiten. Er ist ein Verräter und es kann nur allzu gut bekannt. Es ist nur allzu gut bekannt, was mit Verrätern passiert. Okay. So, das Ding muss irgendwo rangeschlossen werden, aber wo denn? Ist irgendwo noch ein Rad hier? Da ist auf jeden Fall mal unser Steuerrad. Oh, direkt mal ran hier, ups. Zack. Ich hab schon falsch hier. Dann kann ich nichts entdecken. Und dieser hier. Frage, warum man die aufmachen kann, wenn man hier dran nichts entdecken kann, ne? Ja. Das ist doch merkwürdig. Ach, dahinter, guck mal hier. Da. Geht das da irgendwie ran? Mit ran? Da an die Seite. Was ist das? Okay, es fehlt uns noch eine Batterie. Es fehlt noch eine Batterie. Ist die Frage, wo wir Batterie herbekommen. Vielleicht müssen wir hier die Toilette auch abmachen. Eigentlich, okay. Das geht nicht. Aber eine Batterie werden wir wohl noch finden. Hm. Was steht hier? Ich muss zugeben, dass Irenas Entdeckung der Schlüssel zu unseren Fortschritt waren. Aber viele unserer Probanden sterben immer noch. Irenas Forschung war vorläufig und konzentrierte sich auf die Regeneration von Pflanzenexemplaren, nicht auf Menschen. Oh, ich drücke immer den falschen. Jedes Mal. So.
Die weiter fortgeschrittenen Probanden zeigen eine erhöhte Schmerztoleranz und eine teilweise Fähigkeit zur Geweberegeneration. In einigen Fällen wird auch eine Steigerung der Kraft wahrgenommen. Allerdings geschieht etwas Seltenes mit dem Gewebe. Der Zustand ist nicht ganz stabil. Die Kryokapseln haben sich bei der Sicherung der Gewaltigen. Wir haben einige Kapseln nach Steigerten geschickt. Dolosenko will nicht, dass wir zu viele Informationen mit ihnen teilen. Wir müssen extreme Vorsichtsmaßnahmen treffen. Okay. Also gucken wir uns die grünen Kapseln an. Das sind ja diese hier. Vielleicht liegt da noch irgendwas drin. Sieht nicht so aus. Aber eine Batterie wird aber zu finden sein. Hier, das Ding können wir wegmachen. Da ist eine Batterie. Pass mal auf. Oh, shit. Jetzt hänge ich hier fest. So. So. Geht so und nehmen die Batterie raus. Gut. Jetzt bringen wir das schnell hin. Müssen wir natürlich wissen, wo wir die Batterie auch hin, also wo wir das Ding auch hinstellen. Dann die Wand gehört das, okay. Hab ich schon gerade gesehen. Ja. So. Läuft. Sieh, es geht da meine Iris. Okay. Zu weigert und ein Netzhautmuster. Dieses blöde Auge habe ich ja nicht mehr. Das hatte ich ja schon mal irgendwann abgegeben. Oh Gott, muss ich wieder rein, dass mein Auge rausholen? Nein. Das wäre Quatsch. Okay. Kann man auch nicht aufmachen oder so, ne? Nö. Hä? Jetzt wird die Frage, was wir machen sollen, ne? Hier ist nichts zu holen. Oder muss ich, warte mal, vielleicht muss ich auch das wieder aufmachen da und die Batterie nachher reintun. Das machen wir mal. Wenn das geht, ich weiß es nicht mehr. Warst du schon zu spät? Nee, kann man nicht mehr. Das ist ja blöd. Ich sehe jetzt aber kein anderes Auge. Oder bin ich die Netzhaut irgendwie anders machen kann. Kann man auch nicht abmachen? Nee. Im Waschbecken ist auch kein Auge, was da liegt. Können wir da raufgehen? Nee, schon nicht. Hier noch irgendwas anschließen. Ich kann es auch nicht abmachen hier. Also es ist nicht so, dass ich sagen, greifen kann. Oder kann ich beide greifen? Hier oben ein, hier unten ein und jetzt sieht man, nee, geht nicht. Okay, was sollen wir jetzt hier tun? Ist die Frage. Sind ja mehrere Schläuche auch dran, ne? Aber. Das ist ja nicht gemeint, glaube ich. Muss ich da mal reingehen? Nö. Kann ich die Tür zumachen? Kann ich auch nicht. Hey, 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 hey. Jetzt bin ich hier aber auch echt überfragt. Denn jetzt weiß ich gerade gar nichts.
Ach so, warte mal. Da liegen ja auch noch ein paar Sachen drin. Da ist ein Auge. Pass mal auf. Und das Auge? Okay. Durch. Mal sehen, was es hier uns so bringt. Direkt zum Tisch. Was ist das? Da kommt jemand. Ich kann aber nicht hingehen, okay. Kommt hier rüber. Sieht so ein bisschen aus wie der T-1000 von Terminator. Oder? Das sieht schon echt eklig aus. Gut gemacht, aber. What are you trying to show me? Was versuchst du mir zu zeigen? Können wir da reingehen? Können wir da reingehen? Okay, man kann da rein. Wow, das ist richtig abgefahren. Eklig. Okay, von Platte zu Platte hopfen, das kriegen wir hin. Da ist noch ein Loch da drüben, da müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ja, gerade so. Okay, und jetzt da rein. Okay. Okay. Wo sollen wir denn hin? Mein Gott. Ist jetzt abgefahren, das heißt, das ist gleich wie gerade eben, oder? Ein bisschen schräger ist es. Das sieht schon abgefahren cool aus. Also gerade so in diesem, mit dem Headset jetzt hier. Wow. Da haben die sich was einfallen lassen. Nicht schlecht. Da muss ich wieder raus, ne? Okay. Oh, ich hasse das. So, man weiß nie, ob man es gerade so schafft. Aber anscheinend schafft man das immer. Okay. So. Sieht aus wie so ein... Okay. Wo sind wir jetzt? Über den Waffenanschlag. Ist das die Hauptzentrale hier? Oh, da ist das. Ist das wohl kein Lebens- und Sascha, mein alter Freund. Sieh dir an, was sie mit unserem lieben Irina gemacht haben. Ich habe versucht, den ganzen Ende zu setzen, diese altraumhafte Base, aber ich bin zu schwach. Ich werde es nicht schaffen, ich bin infiziert. Aber ich bin voller Hoffnung, ich habe dich in meiner Vision gesehen. Irgendwie weiß ich, dass du diesen Brief lesen wirst. Ich weiß, dass du zu Ende bringen wirst, was ich nicht begonnen habe. Mach dir keine Sorgen um mich, ich habe das, was von unserer Irina übrig geblieben ist, hierher getragen. Und jetzt liege ich an ihrer Seite und warte darauf, endlich wieder vereint zu sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. But Stars, how do I stop this madness? Mit Sicherheitshalber. Hier ist ein Computer ohne Strom. Brauchen wir erstmal so einen Strom reinbekommen. Bloß wie? Okay, hier passiert gerade irgendwas. Größer.
stars. Is that you? Oh, er liegt da hinten. Wohin denn? Okay, die kommt zu uns. Gehen hier im Computer rein? Nee. Er baut da irgendwas zusammen. Aber was? Was ist das? Sieht aus, wie er das gleich nehmen können. Ach Quatsch. Vielen Dank. Gucken wir mal, ob was klappt. Virus einsatzbereit. Warte darauf, Selbstzerstörungssystem außer Kraft zu setzen. So this is it, huh, old friend? Don't worry. I'll take care of it. I'll end this. X drücken, um den Virus einzusetzen. Virus wird geladen. Sasha? Sasha, are you there? Sasha, I don't have much time. I understand that you don't want to talk to me, so please, just listen to me. Stas, Arena, you have made me realize that this is not the Valgravia I want. Not everything goes. I want you to know, I've done the right thing. Beta. It's Lena, by the way. My real name. There she is. Don't let her escape. She's destroyed the data. Oh. You have fulfilled your mission, comrade. Stas was a traitor. Do not make the same mistakes he did. Terminate the self-destruct sequence immediately. Wieso habe ich geladen? Drück X, um die Meldung über Brückenstadt zu geben. Freigabe des ersten manuellen Bestätigungsschalters. Wieder hier? Drücken wir den mal. Sasha, don't be so reckless. Think about what you are doing. Ogravia needs that data. Oh. Den zweiten Länder auch in Luft jagen. Nieder mit Bulgaria. Just imagine the potential. The tactical edge. If you cooperate, you will be seen as a hero. Damn it. Are you out of your mind? Okay, das ist der letzte Schalter anscheinend. Boom. Okay. Zulaufen. Was soll ich machen? Kann ich nur hingehen? Nee. Kugel mit Kleidung? Jetzt ist sie weg. Wow, da wird er richtig schlecht gerade. Geht mit mir. Voll runter in dieses Loch. Das da, wo ich da vor der Kugel stand. Könnt ihr euch erinnern? Beim Spiel. Da war draußen und die Vision haben die von draußen gesehen. Das ist ja abgefahren. Oh Gott, das ist eine Zeitschlaufe? Wieder das gleiche? Das wäre ja schon scheiße. Ja, cool. Das war doch mal ein nettes Spiel. Das hat mir wirklich gefallen.
das war echt gut. Heieiei. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal beim nächsten Spiel. Ich bin gespannt, was wir als nächstes zocken. Aber das hier war einfach mal ein cooles Highlight. Kommt noch eine Schlusssequenz? Wie bei Marvel nach dem Spiel, vor dem Spiel? Nein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Grandioses Spiel. Also hat echt Spaß gemacht. Auch so rätselmäßig nicht zu schwierig, aber auch nicht zu leicht. Kann ich jedem nur ans Herz legen, das mal zu spielen. Hoffe, dass euch das irgendwie Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.